es gesinnte Hate. Shalom Aleichem. Ich bin Sura Ruchel Schächter. Und ich bin Idi Achnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Es gesunde Heit. Heute wollen wir arbeiten mit Kräut. Ich will euch weisen, wie zu machen ein Beigericht von Kräut mit Kimmel. Und Kräut mit Kimmel kann euch sein, ein wunderlichen Gefühl für ein Strudel. Ich will machen Strudelteig, was wir wollen anfüllen mit Kräut. Gut, das wollen wir anheben. Wollen wir anheben mit dem Teig, dort habe ich 7 Onzen Mehl und ich habe genutzt... Wie viel Teppich ist das? Das ist 1¾ Teppich. Ich habe genutzt Bräutmehl, weil Bräutmehl hat mehr Gluten wie gewöhnlich Mehl und ein Strudelteig darf sein sehr stark. Was stärker als besser, weil die Fette mehr Gluten dürfen sich entwickeln. Das wollen wir bald sehen. Gibt sie 1/4 Löffel Salz. Und mache ein Griebel in Mitten. Und an einem Griebel tue ich 2 Eier. Und 2 Löffel Bäumel. Ein bisschen mehr wie 2 Löffel. Das ist ein Kaffeelöffel. Das ist genau 2 volle Löffel. Das ist eine sehr gute Sache zu haben. Und 4 Löffel oder 1/4 Topf Wasser. Und das mische ich gut aus. Das Wort Strudel ist sehr interessant. Das Wort Strudel heißt die Form von einem Strudel. Also wie Wasser rinnt da rot in einen Abguss. Ja, und in Israel nutzt man das Wort Strudel für Ad. Wenn ja. Man da eine Blitzpost, eine E-Mail konnte, der Ad sieht auch aus wie ein Strudel. Ja. Das der Symbol zwischen Enkere Nemen und der Meluche Domain. Ja. Ja. Und das ist der Kunst von Strudel. Man will, dass die Federmer Gluten sollen sich gut entwickeln, darf man es sehr gut, sehr hart kneten. Das tut man ideal 100 Mal. Okay, aber kann man nicht in der Bräutmaschine? Ja. Ah ja, aber Bräutmaschine kann man nicht. Zu spielen mit Teig. Es ist sehr gut, wir sind Kass. Es ist ein guter Ofen auszulassen im Kass. Noch einmal, noch zweimal. Jetzt erkennt es Sinn, ist das geworden ein Teig. Es ist mehr nicht so kleppig. Und ihr könnt sehen, die Federmehl von Gluten. Ja, es ist ja, so ja. Gut entwickelt. Es ist eine Küche wie das Geschirr. Sehr, sehr leicht zu ziehen. Sehr leicht. Und das ist der Iker mit Strudel. Ja. Jetzt will ich das ziehdecken und lassen Siri eine halbe Schuhe. Okay. Jetzt willst du das nutzen? Ja, ich kann. Ein bisschen Bäume. Wie ihr seht, schneide ich jetzt die Zwiebeln in dünne Reifblech. Kadeit zu machen, den Beigericht, was wir sagen, wie wir ihm gesagt, Kräut mit Kimmel. Jeden hat ein sehr Sache ausdrücken und Sprichwörter wegen Kräut. Man sagt wegen einem Mensch, was vermagt sehr wenig, als er ist ein Ballabus über ein heftiger Kräut. Sehr gut. In Polen hat man genutzt das Sachkräut. In Amerika nicht so viel. Du isst mit Brokkoli und Kalafiobus. Das sind verschiedene Minenkräuter. Aber Kräut allein hat man genutzt das Sach in Polen, was nicht genügend Sach ist, wenn es kalte Wetter.
Wenn es nicht gewinnt, sagt Grinsen. Jetzt mit davon drei Teppler Zwiebeln. Wir werden wohl sehen, wir haben genug. Und es ist, das ist nicht gut eingepackt. Noch nicht mehr auf dem Hakenteil du. Ihr nehmt da größere Patelni, also wie das. Man hält es das an. Und danach tippt man noch an dem 2 Löffel Bäume. Okay, ich mache den Feuer ein bisschen kleiner. Hier an der Zwiebeln. Und das darf sich prägeln an dem 8 Minuten. Jetzt seht ihr, sie wird schon ein bisschen durchsichtig. Das sehen wir an dem Kreuz. Jetzt ein bisschen. Wir decken jetzt ab die Zwiebeln mit Kreuz. Das ist ein Misch. Das ist noch 15-20 Minuten, wird es ein bisschen weicher. Jetzt will ich herantun den Kümmel. Und immer löffeln. Und jetzt 2 Löffel Zucker. Zwei Löffel Essig, das ist rote Weinessig. Schwarze Pfeffer, Leute, euer Geschmack. Und Salz. Ich ziehe rein, hat immer Löffel. Jetzt gehen wir sie decken und kochen noch 10 Minuten. Und haben wir bedeckt den Tisch mit einem reinen weißen Tischtuch. Und ich gehe verschiedenen Tischtuch mit ein bisschen Mehl. Und da auf dem Tischtuch will ich euch wagen den Tag. Und ich hebe an, mit einem Wagerin pinkt wie mit einem normalen Tag. Ich verschmier den Tag mit einem klein bisschen Peter, nur mit einem klein bisschen Sonnensperren Zitriken. Später werden wir das Gitt umschmieren mit einem Sachpeter. Aber das ist genug auf der Weil. Und ob ihr macht das Paar, aber können wir jetzt ein Bäumel in Bäumel, ja, sicher können wir jetzt ein Bäumel, was für ein Bäumel ihr wollt. Ich stelle hinter dem Tag die Hand und ich arbeite nur mit dem obersten Teil Hand, nur mit den Knöcheln. Und sehr zärtlich, sehr pamellig ziehe ich von allen Seiten. Tack, also wie seid. Ja. Und der Fahr ist es, das gut zu machen auf einem Tisch, weil ich will es ziehen in einem Minütchen, ja. Ich will es ziehen von allen 4 Seiten und von allen 4 Ecken. Und jetzt gehe ich zurück zu der Seite. Und wir darf vorsichtig sein, dass wir so nicht zerrassen den Teig. Guck, bei den Ecken, ja? Ja, euch bei den Ecken. Guck, seht, wie es ist.
Ein bisschen dicker, sie mehr, wie ist es diener, sie weniger, es ist wie ein Tisch, wie es wird. Oh. Ich habe bei den Ecken, weil du, du es sehr gedacht. Jetzt will ich baschmieren mit Peter, helft mir ein bisschen. Ja. Und ich will baschieren mit ein bisschen Breisel. Ich habe gemacht Breisel von Challe. Und am Tag schneide ich ab die gedichte Ecken mit der Schere. Heute haben wir den Kräut mit Kimmel. Und das ist etwas, was wir können essen, pinkt wie es steht und geht. Jetzt fülle ich ein dem Strudel mit dem schön abgekochten Kräut. Ich decke eine Hälfte von dem Strudelteig. Heb auf, ein bisschen mit dem Tischtuch und ich katsche es so nass. Mmh, schön. Seht euch, wie jemand zu was wagt, sich heraus vom Bett. Ah, hat jetzt ein Strudel. Sehr schön. Oh. Und das ist ein Bäckele. Das ist ein Werkenteig. Ja, ich habe es gedeckt mit ein bisschen Parmesan, aber das ist nicht kein Mousse. Aber kein Bäume darf man nicht. Nein. Sicher nicht. Wow. Ich wollte das besser gedacht. Aufheben. Mit dem Bankabschraber kann ich da ein bisschen zerschneiden. Strudel, Sticker und jetzt will ich das beschmieren mit einem übrigen Pitta. Oder Bäume. Oder Bäume. Ja. Jetzt habe ich ungefähr am Ofen auf 425 Grad, lege ich rein den Strudel und es wird abbacken an 25 oder 35 Minuten. Der Strudel hat sich gebacken nach 20 Minuten, aber ich kickt ihn. Und es ist schön gerät, es ist schön gut ungebräunt, aber will ich das herausnehmen. Das Ort hat hier in der Kreuzstrudel, seht euch Geschmack. Und mein Mann, Label Edelmann, ist du zu versichern, der Erste. Hi Label, lass uns wissen, was das ist. Das ist sehr gut. Oh, es ist interessant. Wollen wir lassen wissen, dass ihr könnt euch machen, als ihr Geschmack gesagt, oder Kräut mit Kimmel, wie es steht und geht, oder wie ein Strudel. Und wir hoffen, dass es euch zu sehen, nachher muss es kommen. Es ist gesinnter Hate.